Hallo ihr Lieben, heute will ich ein Video drehen, was ich schon so weit oben auf meiner Liste habe und heute ist endlich der Tag, ich habe es gesagt, ich muss das jetzt machen und zwar, wie ich meinen Kaiserschnitt aufgearbeitet habe. Wie ihr ja wisst, war meine Kaiserschnitterfahrung, meine erste Geburt mit Liam, für mich eine sehr traumatische oder hat mich sehr traurig gemacht, diese Erfahrung. Und ich möchte heute erzählen, wie ich damit umgegangen bin. An dieser Stelle noch einmal, ich weiß, dass der Kaiserschnitt nicht für jede Frau gleich eine traumatische Geburt bedeutet. Für mich war es so, ich habe Frauen kennengelernt, die sagen, das war für sie vollkommen in Ordnung und es ist alles gut so gewesen, wie es ist. Und ich denke im Endeffekt, dass der Kaiserschnitt für mich auch in Ordnung war. Das, was mich so verletzt hat oder was mich auch so mega traurig gemacht hat, war auch eigentlich hauptsächlich der Umgang mit den Ärzten mit mir. Also, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich wurde so mega übergangen und dass ich gar keine Chance hatte, mitzubestimmen und dass über mich hinweg entschieden wurde und dass ich sehr viel Druck gemacht bekommen habe während der Geburt. Natürlich auch die Tatsache an sich, für mich ist eine natürliche Geburt, steht sehr weit oben und ich denke, dass das das Beste ist, was man dem Baby mitgeben kann, von den Bakterien her, sowohl von der Entwicklung, dass es durch den Kanal durchgepresst wird, dass es durchmassiert wird, dass die Lungen schon durchmassiert werden. Ganz viele Vorteile, gesundheitliche Vorteile natürlich einerseits für das Baby, dann vielleicht dementsprechend auch, was dann mit der Gesundheit ja auch zusammenhängt, die Psyche des Babys. Man kann das ja heutzutage nicht sagen. Wir wissen ja noch nicht, ob das irgendwie langfristig Schäden sein könnte. Keine Ahnung. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr reingehen und auch nicht den Fokus auf das Schlechte oder sowas lenken, sondern wie bin ich damit umgegangen, um das Positive daraus zu ziehen. Auch für mich körperlich natürlich, es werden einige Bauchdecken durchgeschnitten an meinem Körper. Ich denke schon, dass der Körper da auch irgendwie ein Trauma erfährt, ein gewisses. Und ja, ich bin damit umgegangen, in erster Linie ganz, ganz, ganz einfach weinen, weinen, weinen. Also ich habe wirklich tatsächlich die ersten 6 Monate quasi fast jeden Tag geweint. Es kam einfach spontan heraus und das Schöne war, dass Benny und meine Familie das sehr gut verstehen konnte und akzeptieren konnte und mir da Raum für gegeben haben. Dadurch konnte ich sehr, sehr, sehr viel loslassen. Das hat mir einfach schon emotional einfach immer wieder eine Reinigung gegeben sozusagen. Dann habe ich auf jeden Fall auch noch angefangen zu schreiben. Ich habe am Laptop mich gesetzt an manchen Situationen, wo ich echt mega fertig war und habe einfach alles niedergeschrieben, alle Gedanken, alle Emotionen, wie ich mich gefühlt habe, alle Fakten, einfach alles, was kam, niedergeschrieben habe, ohne eine Struktur oder irgendwas, einfach nur für mich. Was mir enorm viel weitergeholfen hat, auch wiederum irgendwie das Klarheit für mich zu kriegen. Und dann aber auch definitiv immer wieder auch den Gedanken zuzulassen, hey, wer weiß, vielleicht war dieser Kaiserschnitt auch für was gut. Und wenn es uns, ich meine, im Nachhinein kann man es wie gesagt nicht sagen, vielleicht hat es uns das Leben gerettet, in meinem Fall ist es nicht so eindeutig, vielleicht hat es uns aber auch einfach nur Bewusstheit beschert. Und beides ist insofern auch etwas Positives. Ich habe damals dann auch mit meiner Hebamme sehr viel über das Erlebnis gesprochen. Meine damalige Hebamme, die mich auch erst betreut hatte zu Hause, wir hatten eine Hausgeburt angefangen, wurden dann später ins Krankenhaus verlegt. Mit ihr habe ich ganz, ganz viel gesprochen. Ich habe mit ihr Akupunktur gemacht für die Kaiserschnittnarbe. Ich denke, dass auch wenn man körperlich und geistig arbeitet, dass beides sich gegenseitig schützt. Auf jeden Fall haben wir dort dann auch Gespräche geführt, Aufarbeitungsgespräche und zwar sehr viele. Die werden übrigens auch von der Krankenkasse übernommen, also die Kosten. Dafür, da kannst du auch mit deinem Arzt drüber sprechen, wenn du das möchtest oder mit deiner Hebamme oder es gibt, glaube ich, auch noch etliche andere Möglichkeiten, das Ganze aufzuarbeiten. Wenn man das Bedürfnis hat, kann man natürlich auch mit einem Therapeuten oder Psychologen drüber sprechen. Für mich stand das nicht an, für mich war das wichtigste Person, wo ich das Gefühl hatte, hey, die geben mir was, denen kann ich vertrauen, die verstehen mich. Ja, natürlich kann das auch ein Therapeut oder eine Psychologin, aber das stand irgendwie nicht an, weil ich einfach da meine Leute um mich rum hatte. Mit Ulla, mit meiner Hebamme, konnte ich viel darüber sprechen. Nach dem Kaiserschnitt war für mich klar, ich möchte auf jeden Fall ganz viel Zeit zur nächsten Geburt haben. Also erstmal eine Geburt konnte ich mir gar nicht vorstellen in nächster Zeit. Deswegen habe ich auch tatsächlich wirklich super, super aufgepasst, aber hatte auch meine Periode lange Zeit gar nicht. Also 1,5 Jahre hatte ich meine Periode nicht nach der Geburt. Ich denke, dass es auch ganz natürlich ist, wenn man voll stillt. Und vielleicht habe ich auch selber meinem Körper gesagt, mach mal low, ich brauche das jetzt erstmal nicht. Dementsprechend hatte ich ein bisschen Zeit, das Ganze heilen zu lassen, auch am Körper. Und nach 1,5 Jahren bin ich dann aber wieder schwanger geworden, da wollte ich dann auch wieder. Und dann habe ich gemerkt, okay, gut, da sitzen vielleicht noch so ein paar Dinge, die möchte ich auf jeden Fall noch angehen. Noch ein bisschen tiefer gehend, tiefer greifend verarbeiten. Ein Buch, was mir noch enorm viel geholfen hat, übrigens, alles packe ich in die Infobox, alles, was mir geholfen hat, alle Links, alle
Methoden und so weiter und so fort, packe ich euch alles in die Infobox und dann könnt ihr euch durchklicken, wenn es euch interessiert. Jedenfalls das Buch Der Kaiserschnitt hat kein Gesicht, das habe ich damals mir durchgelesen. Ganz, ganz viele Fakten über Kaiserschnittfrauen, überhaupt Kaiserschnitt. Da waren ganz viele Narben abgebildet von Frauenfotos drinne. Das waren sehr, sehr gute Fakten, die mir enorm weitergeholfen haben, einfach um das Ganze auch mal zu verstehen. Da sind auch hinten, glaube ich, ist auch eine Fotoreihe, wie ein Kaiserschnitt wirklich tatsächlich aussieht, wenn so eine Operation passiert. Also ich hatte bei meiner OP, konnte ich das nicht sehen, ich hatte so ein Tuch davor. Dementsprechend wusste ich halt erst im Nachhinein, wie das genau ist. Und auch im Nachhinein ist mir erst bewusst geworden, wow, da wurden ja einige Bauchdecken durchgeschnitten. Ja, als ich dann wieder schwanger wurde, habe ich natürlich erstmal ganz, ganz, ganz viel mich mit natürlichen Geburten beschäftigt. Wie funktioniert das? Ich habe mir etliche Videos und alles blogmäßig, was mich irgendwie gezogen hat, einfach durchgelesen, um einfach das Ganze zu verstehen. Und damit konnte ich viel die alte Erfahrung auf jeden Fall aufarbeiten. Definitiv würde ich jeder Frau raten, die einen Kaiserschnitt hat und die da gerne nochmal eine Geburt haben möchte und vielleicht auch eine natürliche Geburt haben möchte, dass sie die zweite Geburt nicht als Heilung für die erste Geburt nimmt. Weil ich denke, wenn man das mit in die Geburt reinnimmt, kann man sehr, sehr stark enttäuscht werden. Und auch das habe ich dann vorher gemacht. Ich bin vorher in die Ängste reingegangen, habe mir das alles angeschaut, was es zu verarbeiten gibt bei mir, habe mich viel beschäftigt mit dem ganzen Thema. Und definitiv wollte ich nicht in die Geburt gehen, hey, die nächste Geburt, wenn sie natürlich ist, wird mich heilen in dem Sinne oder sowas. Hat sie natürlich schon ein Stück weit jetzt mit der zweiten Geburt, ich hatte eine wunderschöne natürliche Geburt, hat sie mich schon ein Stück weit geheilt, aber eben nicht so viel Macht zu geben im Vorhinein, dass es einen dann quasi wieder zerstören könnte, wenn es doch wieder ein Kaiserschnitt wird oder irgendwas interveniert wird. Das hat mir enorm geholfen und viel Druck rausgenommen zu sagen, hey, die zweite Geburt ist wieder. Die Würfel fallen neu. Es ist wieder eine neue Chance. Dann denke ich, dass allgemein Gespräche mit Ärzten, Hebammen und so weiter und so fort sehr heilsam sind. Auch für sie, dass sie natürlich wissen, wie sie mit einer Situation, wenn sie wieder einen Kaiserschnitt haben, mit einer anderen Frau umgehen. Das Gespräch mit meinem Arzt steht noch übrigens an. Das steht noch auf meiner Liste ganz, ganz oben. Ich möchte es auch einfach für andere Frauen, dass er weiß, wie das für mich sich angefühlt hat. Auch besonders das Ganze, wie das abgelaufen ist. Man kann das natürlich in Videobotschaft machen oder auch als Brief oder wie auch immer. Wenn man dieses Bedürfnis hat, kann man das jederzeit machen. Ärzte sind übrigens auch dazu, soweit ich weiß, verpflichtet, wenn sie eine Geburt mit dir hatten, dass sie das Gespräch danach mit dir auch führen. Und das wird auch von der Krankenkasse dementsprechend übernommen. Was ich auch eine ganz schöne Sache finde, und das überlege ich mir noch, ob ich das mache, die Krankenkasse vielleicht zu informieren, zu sagen, hey, diese Geburt war sehr traumatisch für mich, damit die auch wissen, was da eigentlich passiert, was das nach sich zieht. Weil ich denke, wenn da viel Bewusstsein geschaffen wird, dass das für eine Frau nicht egal ist, dann wird sich mehr auch Mühe gegeben. Und natürlich hat ein Kaiserschnitt auch viele Kostenfolgen im Nachhinein. Ich finde, da sollte man dann auch alle Möglichkeiten, alle Angebote wahrnehmen, die es gibt. Und sich da nicht scheuen, irgendwie Hilfe anzunehmen von außen. Dann habe ich ganz viele Bücher gelesen. Ich habe Alleingeburt gelesen. Ich habe Hypnobirthing gelesen. Ich habe viele, wie gesagt, Blogartikel gelesen. Mir Geburtsvideos angeschaut, wie es natürlich abzulaufen hat. Das hat natürlich viel Schmerz auch wieder hochgeholt von der alten Kaiserschnittgeburt. Aber es hat es auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich finde schon irgendwo geheilt. Also für mich war das so. Vielleicht ist es für die eine oder andere nur noch mehr Schmerz. Das kann ich nicht beurteilen. Für mich war das, den Schmerz zu fühlen, jedes Mal heilsam, weil ich dann das Gefühl hatte, dann ist es wieder die Narbe fester zusammengewachsen. Ich kann es nicht sagen, also so die innere, die seelische Narbe. Definitiv haben wir auch Massagen geholfen an der Kaiserschnittnarbe direkt. Einfach den Körper wieder da zu spüren an dieser Stelle. Vielleicht auch mit dem eigenen Körper mal zu sein, einfach nur zu fühlen, die Narbe zu spüren, immer wieder in seinen Körper hineinfühlen, was steht gerade an und sich dann auch Gutes tun und sich da auch Heilung gönnen und Entspannung und so weiter und so fort. Was mir dann auch noch enorm geholfen hat, als ich dann in Deutschland war und wieder schwanger wurde, habe ich dann noch ein Birth Reimprinting gemacht. Das habe ich auch damals durch meine Hebamme erfahren. Das war eine andere Hebamme, eine Kollegin von ihr, die das angeboten hat in Frankfurt am Main. Packe ich euch auch gerne in die Infobox. Und zwar geht es bei Birth Reimprinting darum, dass man quasi zurück in die Geburtssituation geht, diese ganzen Geschichte nochmal durchgeht, Schritt für Schritt und dann einfach die Emotionen gefühlt, die Gefühle fühlt, die dabei hochkommen, Wut, Trauer, Angst und so weiter und so fort. Und das alles zu bearbeiten und dann aber auch am Ende zu überschreiben im Sinne von unser Unterbewusstsein, unser Gedächtnis arbeitet, also unser Gehirn arbeitet ja so, dass wenn wir uns neue Bilder machen, dass es im Grunde genommen nicht unbedingt unterscheiden kann, ob das jetzt echt war oder ob ich mir das vorgestellt habe. Dementsprechend auch viel mit Visualisierungen und Farben und so weiter und so fort, ganz verschiedene NLP-Techniken, Tools gearbeitet, um das Ganze zu verarbeiten und zu heilen und auch zu überschreiben quasi. Und ich denke mal,
Frauen oder Hebammen, die das anbieten, haben da bestimmt auch alle individuell ihre Technik. Meine jedenfalls hat so eine Klopftechnik benutzt. Die hat dann ich glaube, bestimmte Punkte geklopft, weil dadurch anscheinend Traumata rausgeklopft werden können. Ich kann das jetzt nicht genau technisch beschreiben, aber es ist anscheinend eine sehr effektive Methode, die bei Traumata-Patienten viel eingesetzt wird. Und dann auch noch eine kleine Art Hypnose quasi. Ja, und da kommt auch ganz, ganz viel Altersschmerz hoch. Also gerade wenn wir ein Trauma haben, dann kann dieses Trauma oder dieser Schmerz was ganz Altes triggern. Also das heißt, es ist vielleicht, dass das aus der Kindheit hochkommt oder vielleicht aus einer ganz anderen Situation in dem Leben, was irgendwie damit sich connected oder related fühlt, also sich damit irgendwie verbunden fühlt. Dass das ähnlich, man sich ähnlich gefühlt hat vielleicht. Vielleicht, wenn man sich übergangen, also ich in dem Fall übergangen gefühlt habe von dem Arzt, wo im Leben hast du dich noch übergangen gefühlt? Was macht das mit dir? Wie fühlt sich das an? Warum hast du dich da übergangen gefühlt? Warum hast du die Macht abgegeben? Im Grunde genommen wollen wir alle immer geschützt werden. Und es gibt Situationen, wenn von außen eine sehr dominante, starke Machtposition da ist, dass wir als Menschen oder in unserer Gesellschaft auch schnell das Gefühl haben, hey, wir wollen Macht abgeben, wir wollen ja beschützt werden auch. Dass das ja auch im positiven Sinne ist, dass wir manchmal auch vertrauen müssen auf unsere Umgebung und dass das einen guten Hintergrund hat und sich nicht dazu hadern und zu sagen, hey, ich habe mich so übergehen lassen oder was weiß ich was, sondern halt auch die positiven Seiten daran zu sehen. Und deswegen ist definitiv auch wichtig, wenn man wieder eine Geburt machen möchte, dass man sich die richtigen Personen auf jeden Fall aussucht. Und natürlich visualisiert und sich genau vorstellt, wie es funktionieren soll. Aber dazu mache ich ein anderes Video. Das steht auch ganz dringend an, was mir geholfen hat für meine schöne natürliche Geburt. Was meine besten Tipps und Tricks dafür sind für eine schmerzarme Geburt. Aber das würde ich in einem anderen Video dann mal alles erzählen. Ich denke, was an einem Kaiserschnitt traumatisch ist, ist auch, wie gesagt, bei jeder Frau wiederum anders. Manche Frauen haben danach vielleicht das Baby nicht direkt gekriegt, konnten nicht stillen oder sind irgendwelche anderen Komplikationen daraus entstanden. Wichtig finde ich, ist, wenn etwas nicht nach Plan funktioniert oder mich traurig macht, traumatisch für mich ist, dass ich immer im Endeffekt, also natürlich, wie gesagt, den Schmerz und alles darf ich spüren, aber im Endeffekt das Positive daraus zu ziehen, weil ich denke schon, dass wir alles heilen können. Ich glaube auch nicht, dass jetzt mein Kind nur, weil es Kaiserschnitt geboren ist, auch wenn ich denke, dass die natürliche Geburt das Beste für mein Kind ist. Einmal, wie gesagt, körperlicher Gesundheit auch und auch psychischer Gesundheit natürlich auch für meinen Körper das Beste und Gesündeste ist, weil ein Kaiserschnitt kann natürlich auch was nach sich ziehen. Aber dann nicht da reinzugehen und zu sagen, hey, wie schrecklich jetzt alles ist, sondern dann zu sagen, hey, wie kann ich das alles heilen? Ich kann so viel gut machen. Ich muss jetzt auch nicht hingehen und sagen, oh mein Gott, mein Kind, das reagiert da so komisch und hier ist es da und alles, was dann kritisch an meinem Kind ich sehe, vielleicht im Laufe der Entwicklung, dann immer zu sagen, hey, das liegt am Kaiserschnitt. Wenn ich das mache, dann glaube ich, gebe ich meinem Kind ein sehr, sehr großes Schuldbewusstsein. Dann wird es immer so sein, wegen dem Kaiserschnitt bist du so und so. Und das finde ich total wichtig, das zu bearbeiten, weil damit sagen wir, dass das Kind nicht so richtig ist, so wie es ist. Aber das Kind ist immer richtig, so wie es ist, egal wie es geboren wird. Und die Mutter ist auch immer richtig, so wie sie ist, egal wie sie geboren hat. Und das ist so ein mega schöner Lernprozess für mich gewesen, das auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, im Endeffekt ist trotzdem alles gut, so wie es ist. Und wenn es nur zur Bewusstwerdung und zur Heilung dient, dann ist es auch gut so. Ich kann natürlich nur für die Zukunft dann wieder anders, das Ganze anders rangehen. Aber bereuen bringt in dem Sinne nicht wirklich was, weil es wird die ganze Sache nicht ungeschehen machen. Es ist so passiert und es ist okay so. Und wer weiß, vielleicht hat es auch seine Vorteile. Wer weiß, vielleicht haben unsere Kinder sich das so ausgesucht, die als Kaiserschnitt geboren wurden. Who knows? Wir wissen es im Endeffekt nicht. Das heißt, natürlich, wie gesagt, nicht. Sich den Kaiserschnitt müssen wir auch nicht schönreden, aber einfach klar zu sehen und dann aber das Positive rauszuziehen und sich zu bestärken, um seine Kinder besonders zu bestärken. Ich denke, wir können auch viel rausholen. Ich meine, Geburt ist ein kleiner Teil, natürlich ein wichtiger Teil für die Entwicklung eines Wesens und das ist der erste Schritt in dieses Leben. Aber dennoch ist es nicht alles. Wir können unsere Kinder so viel Liebe geben, wir können sie tragen, wir können sie stillen. Und auch wenn wir das nicht können, dann können wir wieder andere Sachen machen. Das Wichtigste, dass ich als Mutter die Liebe in mir trage und den Willen, meinem Kind das Beste zu geben. Und ich denke, das hat jede Mutter. Auch in der Erziehung oder in der Beziehung kann man ganz, ganz, ganz viel richtig machen. Und auch wenn man da was falsch macht, da bin ich zum Beispiel jetzt am Hadern, auch da wieder sich verzeihen und dann einfach es ändern, wenn ich es ändern möchte. Aber immer im Jetzt zu bleiben, nicht zu hadern und nicht in der Zukunft zu sein, sondern im Jetzt. Was kann ich jetzt verbessern? Was kann ich jetzt ändern? Das hat mir enorm viel Stärke und Kraft gegeben. Und ich muss sagen, natürlich denke ich bei Liam, gewisse Dinge zu sehen, aber nicht wirklich im Alltag oder sowas,
sondern einfach in seinem Grundwesen. Aber ich finde, in seinem Grundwesen ist er wundervoll. Ich kann es auch nur ahnen oder manchmal vielleicht Ängste, die hochkommen, dass ich denke, oh mein Gott, vielleicht hat es ihn negativ beeinflusst. Manchmal kommen auch bei mir Ängste hoch, dass ich denke, vielleicht hat es seine Gesundheit beeinflusst. Er ist so oft krank und so weiter und so fort. Dann denke ich natürlich an den Kaiserschnitt. Aber wir können auch so viel für unsere Gesundheit tun. Gesunde Ernährung, einen gesunden Kopf. Der gesunde Kopf ist eh das Allerwichtigste. Wenn wir mit unserer Psyche gesund sind, dann können wir auch unsere Kinder gesund und glücklich mit aufziehen. Das heißt, das ist das Allerwichtigste. Es ist nicht wegen einem Grund irgendwas alles schief. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal selber sagen. Für mich und auch für alle anderen da draußen, die vielleicht mit diesem Kaiserschnitt hadern, den sie vielleicht erfahren haben. Ich glaube, wie gesagt, alles ist heilbar. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Das Wichtige ist, dass wir hinschauen, hinfühlen und uns auch Heilung geben. Unseren Körper fühlen und dem Gutes tun und unseren Kindern Gutes tun. Und dann ist alles schön. Ich finde das gerade so schön, dass ich das hier so erzähle, weil mir so viel dabei bewusst wird gerade. Ich denke, dass ich oft, ich bin so ein Mensch, der in so eine Negativspirale auch sehr schnell kommen kann. Und wie gesagt, ich finde, man darf auch negative Dinge sehen. Ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, hey, alles nur Heitetei, aber vielleicht das Negative zu sehen und dann trotzdem im Endeffekt unterm Strich zu sagen, hey, das ist positiv. Negativ und positiv sind vielleicht auch die falschen Wörter dafür. Einfach, dass es so ist, wie es ist und dass es okay so ist. Und dass ich das Beste daraus mache. Die zweite Geburt hat definitiv mich total gefreut und richtig, richtig, richtig glücklich gemacht, aber es hat nicht den Kaiserschnitt geheilt. Also die Kaiserschnitterfahrung geheilt. Die Kaiserschnitterfahrung, meiner Meinung nach, habe ich zum größten Teil vorher geheilt und sie heilt immer noch. Vielleicht ist sie auch nie weg, vielleicht ist sie weg, keine Ahnung. Aber wir müssen nicht mehr Drama draus machen, als es ist. Und eine Ärztin hat mal zu einer ganz anderen Geschichte zu mir gesagt. Und das fand ich sehr, sehr, sehr faszinierend. Es hat mir sehr viel eingeleuchtet. Manchmal wird gesellschaftlich oder unter Leuten oder unter Menschen einfach eine gewisse Sache als das ist schlecht, als Trauma dargestellt. Und für den einen bedeutet das aber nicht Trauma. So schlimm das von außen sein mag. Und damit kann man ganz, ganz, ganz schlimme Erfahrungen auch im Leben mit einbeziehen. Das bedeutet nicht immer gleich, dass es schlecht ist. Viele ziehen da auch sehr positive, gute Sachen daraus. Für manche Leute sind banale Sachen, wie wenn ich dich anschimpfe. Das kann für jemanden ein Drama bedeuten. Es ist immer das, was ich daraus mache. Ich persönlich. Und ich entscheide mich jedes Mal dafür. Und das ist mir ganz, ganz, ganz klar geworden. Und ich entscheide mich jetzt für Heilung. Und ich wünsche allen Kaiserschnittmamas da draußen auch ganz unendlich viel Heilung, allen Babys da draußen unendlich viel Heilung. Und ich freue mich, wenn wir da bewusster werden mit dem ganzen Thema, mit dem Kaiserschnitt-Thema. Das würde mich sehr freuen, dass wir wieder mehr über natürliche Geburten erfahren, weil ich glaube, es gibt so viel Wissen da draußen, was wir einfach vergessen haben, was wir nicht mehr erleben, weil wir nicht mehr bei Geburten von unseren Eltern dabei sind. Früher waren wir als Kinder in Stämmen dabei, haben Geburten quasi hautnah miterlebt. So werden wir ja als Kinder in der heutigen Gesellschaft so ferngehalten von den Geburten. So, das ist was Schlimmes, das ist was Traumatisches, da darf kein Kind dabei sein. Warum? Wissen wir denn, dass das traumatisch für ein Kind bedeutet? Natürlich, manchmal passieren Traumata. Und auch wenn es im Endeffekt ein Trauma ist, es geht doch darum, wie wir damit umgehen, mit dem Ganzen. Wie wir damit im Endeffekt, wie wir das Ganze, ja, wie wir damit umgehen. Genau. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Und ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Ich werde jetzt noch ein weiteres Video aufnehmen, und zwar meine Top-Tipps zur natürlichen, schmerzarmen Geburt. Und schaut gerne mal da vorbei. Ich verlinke euch das auch, sobald das dann online ist, unten in der Infobox. Und ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald, ihr Lieben. Ciao. Krass, wie das Thema Geburten mich so verändert, seitdem ich mich damit beschäftige. Es ist so heftig, es ist so krass, was mit mir mental, körperlich, psychisch, emotional passiert. Und ich wünsche jeder Frau die Erfahrung einer natürlichen Geburt. Definitiv. Gänsehaut. Oh mein Gott.